Ja, die Fleischpeitsche hat zugeschlagen, ne? Wow. Alles gebrochen hier. Der arme Kerl. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld Anomaly. Liked und kommentiert gerne das Video. Das unterstützt den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Unsere Basis ist... Klasse. Ein mysteriöser Obelisk ist in der Nähe abgestürzt. Der Obelisk brummt vor dunkler mentaler Energie, die allmählich stärker wird, als würde sie bald ein kritisches Niveau erreichen. Du kannst Kolonisten aussenden, um den Obelisken zu unterdrücken, damit er nicht aktiv wird. Du kannst den Obelisken auch zum Studieren markieren, jawohl. Sehr schön. Da ist das Ding. Willkommen in der Basis, kleiner Obeliskenmann. ja, machen wir mit Schiefer, ne? Machen wir mit Schiefer. Ich überlege gerade, wie ich ihn einbaue. Ja, lass es das so machen. Und so. Und, so. Und eine schöne Tür noch. Aus Schiefer. Für Gäste, ne? Obwohl, nee, eine Stahltür für Gäste. So. Und dann kann man hier studieren. Und wir wollen den natürlich unterdrücken. Ich weiß nicht, was der macht. Wir werden sehen. So oder so, wir wollen da Licht haben. Richtung Opalisk. Ah, hier ist eh schon eine Stromleitung. Das ist ja toll. Fantastisch. Und so schließt sich der Stromkreis mal wieder. Wir freuen uns. Aber hier möchte ich kein Dach haben, bitte. Kein Dach, kein Dach, kein Dach. Dach abreißen. Ja, so. Hier bitte kein Dach, dankeschön. Oh, ich sehe gerade, ein kleines Dings haben wir hier. Da müssen wir hier mal zack. Zack und zack machen. Jawohl. Und dann studieren wir das Dingens, ne? Und gucken mal, was rauskommt. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben noch genug Schieferblöcke, also da passt alles. Warum ich das übrigens mache, wenn da Feinde gerade unterwegs sind, dann müssen wir das Ding hier trotzdem studieren. Und eindämmen, ne? Und wenn wir das nicht machen, ist doof. So, jetzt haben wir auch die automatische Eindämmung aktiviert. Das heißt, automatisch kommt da jetzt jemand vorbei und hilft. Damit der nicht aktiviert wird. Wir wollen den nicht aktiv haben. Weil dann passiert meistens was nicht so Geiles. Oh Gott! McPot und Uschi, was ist da los? Warum? Hört auf jetzt! Stopp! Uschi, warum... Warum beleidigst du McPots Sozialfertigkeiten, Uschi? Uschi, du hast null in... Du hast eins in Soziales. Was stimmt mit dir nicht? McPot, gib ihr! Oh, die... Wow, die haben sich jetzt aber echt gut geprügelt. Holy moly. Ja, die Fleischpeitsche hat zugeschlagen, ne? Wow. Alles gebrochen hier. Der arme Kerl. Hilf ihm mal jemand. Manni! Manni! Hilf dem Dödel mal. Ja, Uschi, du weißt, was das bedeutet, ne? Uschi. Uschi, das war's. Achso, ihr seid eh schon in unterschiedlichen Schichten. Okay, Glück gehabt, Uschi. Blöde Sau. Was stimmt mit dir nicht? Was ist mit dir verkehrt gelaufen, Uschi? Ha? Was ist mit dir verkehrt gelaufen? Warum? Warum prügelt ihr euch? Sag mal. Ich glaube, es hakt bei euch beiden. Sehe ich so aus, als würde ich McPot nicht brauchen, oder was? Ha? Himmel, Herrgott, Sieglinde! Behandelt die Dödel mal, die beiden. Zwei Dummköppe.
Alter. Was für Saufnasen, Alter. Mann. Links und rechts gehört den beiden eine geschallert. Hol dir deinen Nervtöter wieder, du Dödel. Hier. Stopp. Du kannst ja auch gleich hier noch so ein Höllenfeuergewehr holen. Nimm mit. So. Jetzt gehst du pennen. Und vertragt euch. Umarmt euch jetzt. Himmel, Herrgott. Uschi juckte die Uschi. Ach so. Verstehe. Ich glaube zumindest, dass ich es verstehe. Idiotenpack. So. Auf jeden Fall brauchen wir hier, ganz, ganz wichtig, schöne Lampen. Ja, wir wollen einfach eine schöne, helle Basis haben. Das ist eine schöne, helle Basis. Ist das, was das Leben einfacher macht für uns? Irgendwann, eines Tages vielleicht. Ach so. Die habe ich falsch gebaut. Hihi. Ja. Zack. Zack. So. Es werde Licht. Werte Jünger des Mottenmannes. Dabei sind wir gar keine Mottenmann-Jünger, aber hey, wir tun so. Ich glaube, so langsam können wir hier mal operieren, oder? Bei Leabri. Wollen wir das mal... Lass uns das mal machen. Ghoul-Infusion. Let's go. Mal gucken, wie lange der Spaß jetzt dauert, bis das passiert. Buche könnte hier mal kurz... Mach mal Beratung bei MacPot, damit er nicht mehr so sauer ist. Der ist richtig sauer, der Potti, ne? So, Stimmung um 8 verbessert, naja. Gut, er hat halt echt fiese Schmerzen gerade, er ist sehr hungrig. Ey, kümmert sich denn da gar keiner? Pflege, hallo? Manni, was ist da los? Eigentlich können wir die Kinder auch schicken, oder? Zum Pflegen zumindest. Kann ein Ghoul auch Blutspender sein? Nein. Ich denke nicht. So, jetzt hat er immerhin was zu futtern bekommen. Ist zwar nicht sein Lieblingsessen, aber hey. Warte mal, Aas, Nährpastenmalze, das passt ihm nicht, oder was? Nährpaste ist ekelhaft. Dann reformieren wir und sagen, Nährpaste ist geil. Dann machen wir das doch mal eben. Angeblich ist Nährpaste ekelhaft. Ich finde Nährpaste sehr lecker. So, also wir haben uns daran gewöhnt mittlerweile, Nährpaste ist gut, das heißt, bevorzugt, ja, wir finden Nährpaste okay und wir finden Kannibalismus mittlerweile eigentlich ganz akzeptabel, das ist in Ordnung. Und Leichen, naja, da geht noch nichts, okay, gut, aber Nährpaste ist jetzt auf jeden Fall unser Ding, fertig. Die Elysilut Corporation findet Nährpaste klasse. Das heißt, die freuen sich jetzt drüber. Herzlichen Glückwunsch, Uschi. Aber, was wichtig ist, wir kriegen jetzt einen 3-Mut-Buff. 3er-Mut-Buff, wenn die Nährpaste futtern. Oh nein, oh nein, 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 nein. MacPot möchte Entitäten töten. Nein, nein. Nein. Hilfe, Buche. Shit. Ich muss unseren Anführer, unseren glorreichen Leader inhaftieren. Ich will das nicht. Kann ich gar nichts machen? Kann ich ihn nicht aufhalten?
Können wir nicht mit ihm reden? Beruhige ihn! Los! Schnell, Buche! Beruhige diesen Mann! Hopp, hopp! Ansonsten prügel ihn zu Boden! Haben wir jemanden, der prügeln kann? Ja, Manni. Ansonsten kommt Manni. Mit dem Knüppel. Oh Gott. Okay, es hat nicht geklappt. Buche ist angegriffen worden von ihm. Gut. Manni. Ne, nicht den Abfackler. Warte mal, haben wir niemanden hier, der... Okay, du. Inhaftieren. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Der gute Mann muss aufgehalten werden. So. Du bist nicht mehr oberster Lutherbeck-Pott. Das war's mit dir. Wir brauchen einen neuen Anführer. Unser glorreicher Anführer McPott ist ausgerastet. Ich denke... Der kommt wieder frei, keine Sorge. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal... So. Der soll sich hier jetzt erstmal beruhigen und dann lassen wir ihn frei. Himmel, Herrgott. Ich denke, wir werden violettes Opossum zu unserem neuen Anführer machen. Manni ist toll, aber Manni ist nicht, ist kein Leader. Er hingegen ist unsterblich. Dementsprechend. Nein, ich möchte nicht. Hä? Du bist dabei, Manni? Nein! Ich schließe Manni einfach aus jetzt. Jetzt, okay. Können wir Manni doch noch mit teilnehmen lassen? Komm, der arme Mann. Ja, okay. Oberster Luther, Opossum. Los geht's. Auf geht's. Neuer Chef. Manni darf auch mit machen, natürlich. Und Blutmond. Oh, wie krass. Blutmond für den Sanguophagenherrscher. Ich sag's euch, das ist gerade definitiv ein Zeichen des heiligen Mottenmannes gewesen. So, den könnt ihr wieder freilassen, den Dödel. Lasst ihn frei. So. Ausruhen. Du auch. Und einfach mal Buche verletzt, der Penner. Arme Buche, ey. Ist übrigens noch unbehandelt. Wo ist die Glinde, wenn man sie braucht? Ich überlege gerade, ob ich ihn einschläfern soll für die Dauer, wo er so Schmerzen hat. Lass ihn mal betäuben. Sieglinde, betäub ihn mal. Potti litt unter der ganzen Verantwortung, wahrscheinlich. Hast du den jetzt schon? Ist der jetzt... Betäubt, ja. 2 Tage, sehr gut. Was wir machen können bei Sieglinde, dass die hier die 2 hat. Dann macht sie es nicht direkt.
Was ein schöner Blutmond, oder? Für meinen Geschmack dauert er ein bisschen zu lange. Okay, Gott sei Dank, ist vorbei. Und das Opossum ist nicht ausgerastet. Das ist gut. So, MacPod wieder fit. Jawohl. Also nicht fit, aber betäubt nur noch. Und er kann wieder laufen, theoretisch. Gut, Uschi wieder fit. Uschi, du bist schuld an dem ganzen Mist. Uschi ist an dem ganzen Kack schuld gewesen jetzt. Das hätte alles nicht... Das wäre alles nicht passiert, wenn Uschi ihn nicht beleidigt hätte. Die blöde Funz. Mal ehrlich, ey. Der Bund der Wiese kommt vorbei. Ja, schön. Wilde wollen Sachen kaufen. Toll. Oh, ich sehe gerade, hier man, der konstruiert das irgendwie. Der hat es irgendwie nicht hinbekommen, zur Ladestation zu gelangen. Und hier ist auch schon ewig, aber das muss der Pott machen. Und der ist gerade am Essen durch den Kopf gehen lassen. Die Untersuchung des Obelisken hat einige Erkenntnisse gebracht. Es handelt sich um ein Architektgerät, das mit organischen Kreaturen aus der Ferne zu interagieren scheint. Wahrscheinlich ist es Teil einer viel größeren Architektstruktur, die vor langer Zeit zerstört wurde. Ich glaube, das haben wir bei jedem Obelisken, oder? Gehen die schon weiter, oder? Oder was? Ah ne, die bleiben jetzt hier. Das gefällt mir aber nicht. Da müssen wir einen Handelspunkt bauen. Handelsplatz. Lass den doch hier hinsetzen. Der ist doch gut hier. Trotzdem möchte ich mit denen handeln. Mal gucken, was sie haben. Geld haben sie auf jeden Fall immer. Geld ist gut. Ich mag Geld. Moneten, Moneten, Moneten. Ich mag Moneten. So, 150. Ah, wird ein bisschen viel. Habt ihr noch irgendwas Spannendes für uns da? So, keine Ahnung. Cooles Zeug halt. Nee, haben sie nicht. Ha, ja, da müssen wir halt ein bisschen weniger verkaufen. Dann machen wir halt nur 130, ha? Ah, fast. 122. Dann passt es. Gut. Oh no! Rüdiger! Nein, Rüdiger, nein! Nicht schon wieder! Dieser Rüdiger. Muss ich Sieglinde ran? Eieiei, arme Sieglinde. Die muss ich jetzt hier prügeln mit denen. Nicht gut. Und ein Panzerstachler. Okay. Hopp, hopp. Männer. Manni, du auch. Komm du auch mal dazu. Ich glaube, dich brauchen wir auch. Arme Sieglinde. Oh, Sieglinde! Im Kraftwerk geschlafen heute. Einfach mal Rüdiger verprügelt. Blutig ist sie, aber Rüdiger hart verprügelt hier. Also Rüdiger hat sie richtig auf die Rüdiger hat hier richtig auf die Schnauze bekommen von Sieglinde. Mega. Oh. Gut, im nächsten Schritt hat sie Glinde dann auf die Schnauze bekommen vom Panzerstachler, das ist okay. Aber Schandalle ist ja schon auf dem Weg. Und Schandalle kennt da auch keinen Spaß.
Gib dem Viech. Komm, auf geht's. Mein fertig. Ich muss hier denen noch Namen geben, übrigens, fällt mir gerade ein. Jawohl, sehr schön. Puh, einfangen. Und Uschi. Jetzt haben wir ein bisschen Problem. Wir haben keinen Arzt mehr mittlerweile. Unsere zwei Ärzte sind kaputt. Mist. Wir hatten noch so halbwegs Stinkarella, aber die ist gerade unpässlich. Der hier, die hier, großartig meins, mit der mächtigen Leber, die kann hier erste Hilfe erstmal leisten. Ja, dann müssen wir die jetzt einmal als Arzt einteilen. So, Manni hat es geschafft auf jeden Fall, der ist fertig hier. Ja, zusammenflicken, mal gucken. 15 Stunden und 5 Stunden. Ja, lass mal. Sieglinde kommt schon durch. 7 Stunden, jawohl. 9 Stunden passt. Kurz mal hier behandeln.